Hallo miteinander, da ist wieder mal Zengi. Ich darf euch heute etwas erzählen zu Papier und Ostern. Ich habe hier parat gemacht, einen Kranz, einen Stirlkranz ist drunter, und habe ihn einfach abgewickelt mit der Lenerwolle. Hier muss man ein bisschen schauen, dass man schön wickelt und nicht übereinander. Und auch ein bisschen schauen, dass hier das Weiss nicht für kommt vom Stirlkranz. Dann habe ich mir aus dem Papier einfach Streifen geschnitten und die haben da so nette Pünktchen, also habe ich auch gewusst, wie groß das da etwa wird. Dann habe ich mir Holzperlen genommen, wo es bei uns in verschiedenen Farben gibt und die einfach aufs Nödel tun und so hin tun, dass sie einen Abstand hat zum Kranz. Gleich habe ich mit der Feder gemacht. Hier muss man durch den Kiel durchstechen. Das ist etwas schwierig. Nicht ganz einfach, aber es geht also. Und habe hier wieder das Kügelchen drunter tun, dass der Abstand wieder gegeben ist. Jetzt kann man hier drauf auch noch so ein Home Sweet Home Schild tun, zum Beispiel. Das an die Türen hin, dass es einen schönen Schmuck hat. Wenn das fertig ist, sieht das so aus. Und das Coole ist, wenn man es noch auf so ein Unterlagsbrett tut, dass es einen schönen Hintergrund gibt. Ich zeige euch jetzt einen Türschmuck mit Papiertütli, Hase, Oliven und wildem Thymian. Angefangen habe ich damit, dass ich hier Wolle gespannt habe und die einfach abpostet habe. Und dann habe ich mir da so ein bisschen Thymian reingezogen, dass ich einfach mal so eine Grundlage habe, wo ich dann nachher meine Tüte nach hinten reinhängen kann, befestigen dran. Da ein bisschen schauen, dass es auf beiden Seiten schön ist und nicht nur oben raus. Dann habe ich die Tüte so geschnitten, dass sie so ein bisschen halbrund ist. Und habe das Papier einfach so zu einer Garne gefüllt. Dann bin ich mit dem Post-it-Scheren und habe es da hinten zusammen gemacht. Das sieht man dann eh nicht. Und habe es gefüllt hier mit lebenden Steinen, wo es einfach ein Plastik drin hat, dass die auch mal gegossen werden kann. Und hier mit dem Hasenkopf drin, wo ich von dem Stab runtergenommen habe. Und wenn man hier etwas brüllt, kommt der nämlich raus. Dann habe ich einfach ein bisschen Thymian drin tun. Und habe hier vorne drauf den Hasenkopf geblieben, dass der so ein bisschen rausgeüchselt. Dann kann man die so ein bisschen drin platzieren, wie man es schön findet. Und die lebenden Steine auch. Und dann noch ein bisschen mit Oliven zwischendrin. Man kann auch Federli drin tun oder noch mehr Häsli oder der eine oder andere Farbe machen. Wenn es dann fertig ist, sieht das Brett dann so aus. Wir haben hier die ganz herzigen Hasen ausgeschnitten mit einem Reagenzgläschen, wo man auch Blumen drin tun kann. Wir sind die so ganz ein bisschen zu kahl. Und ich habe es gerne so ein bisschen lieb und herzig und nett und gerade auch Ostern. Darum habe ich dem Hase einfach nur ein Schwänzchen angeklimmt. Dass mal wenigstens da so ein bisschen der Flauschipoppel noch dran kommt. Dann kann man da noch so ein bisschen frisieren. Und vielleicht noch ein bisschen Haarausfall auch noch. Und dann habe ich dem ein Mäschchen um den Hals gemacht. Der Wolle und an einem Organza-Band. Auch hier ist man wieder in der Farbwahl sehr frei. Wenn man lieber Gel hat für die Ostern, darf man da auch nicht. Dann kann man dem wieder das Reagenzglas geben. Das Reagenzglas mit Wasser auffüllen. Und noch Olivenzweig drin tun. Und hier haben wir eine ganz wunderschöne Schachbrettblume.
anschneiden, reinhöckeln. Und wenn man Lust hat, kann man dem noch ein Osterguss dazu tun und da sind die Kette reinhinken. Mit Happy Easter. Wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt hier in meinem rosa-grauen Frühlingsthema nur so einen Beton-Eierkarton gefüllt. Mit ausgeblasenen Eier und Eierschalen halben. Und habe das einfach mit Zwiebeln und Schnittblumen aufgefüllt und ein bisschen Federn reingezogen. So ein bisschen für die Leichtigkeit. Dann haben wir hier ganz passend die Primeli, die jetzt im Frühling reingehören. Wie das Brett, das man auch stellen kann und nicht nur hängen an den Türen hin, mit den Hasenköpfchen und den lebenden Stein. Die Häschen, die hier oben stehen, so in Reihe und Glied, wo man auch mal etwas auslesen kann oder gerade so zum Mitnehmen. Und da hinten der Kranz. Und dann haben wir passend die Vase dazu und Körbli, wo man auch dazu machen kann. Ich danke euch vielmals, dass ihr mir schon wieder mal zugelassen habt. Vielleicht macht ihr das ja auch wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit, eine schöne Ostern und bis bald mal wieder bei uns an der Blumenbörse. Ciao!